Ja, hallo zusammen. Heute habe ich mal kein Produkt mitgebracht, sondern heute sprechen wir über ein bestimmtes Thema, und zwar geht es um das Thema Dehnen. Ich hatte über mehrere Monate hinweg Rückenschmerzen und habe verschiedene Lösungen gesucht, wie ich die loswerde, und bin dann irgendwann hier bei diesem Buch in der Buchhandlung gelandet. Das Buch heißt Schmerzfrei und beweglich bis ins hohe Alter von Liebschau und Bracht. Und Liebschau und Bracht sind, also der Herr heißt Roland Liebschau Bracht und seine Frau heißt Bracht. Und die beiden sind recht bekannt geworden in den letzten Jahren, weil sie auf YouTube sehr viele Videos gemacht haben. Ich glaube schon fast 1 Million Follower bei YouTube. Und diese beiden Personen sind aber auch sehr umstritten. Viele sagen, ja, das, was die machen, das stimmt so gar nicht. Und das ist eher ja, nachteilig, wenn man diese Übungen macht, etc. Mir haben die Übungen sehr geholfen, aber trotzdem habe ich mir dann gedacht, okay, wie muss man sich eigentlich dehnen, wenn man das korrekt machen will, laut Wissenschaft? Und mit dem Thema habe ich mich auseinandergesetzt, habe mir ganz viele Quellen durchgelesen, habe mir Videos angeschaut, habe mich sehr lange mit dem Thema auseinandergesetzt, und daraus ist dann ein ausführlicher Blogbeitrag geworden. Und in diesem Video möchte ich jetzt nochmal die Aussagen, die ich in dem Blogbeitrag aufgeschrieben habe, nochmal per Video euch erklären. Und wir gehen jetzt nach und nach auf die verschiedenen Themen ein. Erstmal geht es um die Frage, wie sinnvoll sind eigentlich Dehnübungen? Es gibt ja verschiedene Begriffe, Dehnen, Stretchen, Flexibilitätsübungen, Mobilitätsübungen, und tatsächlich die verschiedenen Begriffe haben auch teilweise unterschiedliche Bedeutungen. Wir gehen jetzt erstmal von diesem Überbegriff Dehnübungen aus und beschäftigen uns mit dem Thema. Und was sehr interessant ist, ist, dass es eine Studie dazu gibt, die die Frage gestellt hat, wenn Leute beweglicher sind, auch im hohen Alter, leben sie dann auch länger? Also hat die Beweglichkeit einen Einfluss darauf, ob ich länger lebe? Hashtag Longevity. Und da ist anscheinend die Antwort aktuell nein. Es hat keinen Einfluss darauf. Aber natürlich fühlen wir uns besser, wenn wir beweglicher sind. Und Andrew Huberman hat das ganz schön gesagt in einem Zitat. Ich lese das einmal vor. Die Erhöhung der Flexibilität kann zu einer Verbesserung der allgemeinen Gesundheit beitragen. Gleichgewicht und Stabilität, verbesserte Körperhaltung, geschmeidigerer Gang und höhere körperliche Leistungsfähigkeit. Zudem kann sie Schmerzen verringern. Dehnen kann auch Entzündungen reduzieren. Einige Daten aus Tiermodellen deuten darauf hin, dass es sogar das Krebsrisiko verringert. Und das ist auch ein Thema, was Peter Attia immer wieder anspricht. Da geht es nämlich darum, dass er sagt, hey, wenn ich beweglicher bin, wenn ich fit bin im hohen Alter, dann habe ich einfach eine höhere Lebensqualität. Das heißt, selbst wenn ich 70 oder 80 bin, kann ich noch den Topf oben aus dem Schrank nehmen. Wenn ich mir die Schuhe zubinde oder mir die Schuhe zubinden möchte, kann ich mich noch bücken. Ich kann einfach mehr in meinem Alltag machen. Und zwar, sagen wir mal jetzt übertrieben gesagt, genau dasselbe, was ich mit 15 Jahren machen konnte. Ich bin einfach noch voll im Saft und habe eine höhere Lebensqualität. Selbst wenn ich davon nicht länger lebe, habe ich in der Zeit, in der ich lebe, einfach ein besseres Leben. Es gibt auch eine Studie, die wurde in einem Krankenhaus durchgeführt mit Krankenhausmitarbeitern. Und der einen Testgruppe hat man gesagt, sie soll jeden Mittag Dehnübungen durchführen. Die wurden denen auch gezeigt, und dann haben sie die jeden Tag gemacht in der Mittagspause, und die andere Gruppe hat halt keine Übungen gemacht. Und da konnte man dann auch sehen, dass es den Leuten, die regelmäßig die Übung gemacht haben, dass es denen langfristig einfach besser ging, was auch wieder darauf hindeutet, wenn du regelmäßig dich dehnst, etwas für deine Beweglichkeit tust, dann geht es dir einfach im Alltag besser. Ab dem 20. Lebensjahr, also kurz nachdem wir unseren 18. Geburtstag gefeiert haben, fängt es schon an, dass unsere Beweglichkeit immer weiter abnimmt, und zwar um 10% pro Jahrzehnt, und das geht so bis ungefähr zum 50. Lebensjahr. Das heißt,
wirklich alle 10 Jahre verlieren wir 10% an Beweglichkeit, vor allem dann, wenn wir einfach nichts für unsere Beweglichkeit tun. Also es gibt, das wird immer gemessen in ROM, R-O-M, das ist die Bewegungsfreiheit. Die wird dann halt, sagen wir mal, du dehnst dich und also du misst quasi zum Beispiel, wie weit kann ich den Arm jetzt nach hinten dehnen. Dann führst du Dehnübungen durch und dann guckst du nochmal, okay, diesmal kriege ich ihn 5 cm weiter und wie weit kriegt ihn jemand, der sich regelmäßig dehnt und wie weit kriegt ihn jemand bewegt, der sich nicht regelmäßig bewegt. Und da merkt man einfach, okay, wenn ich mich nicht regelmäßig bewege, nimmt die Beweglichkeit ab. Jetzt haben wir uns generell erstmal mit der Frage beschäftigt, sind Dehnübungen im Allgemeinen sinnvoll? Und da kann man einfach sagen, ja, weil sie zu einer höheren Lebensqualität beitragen. Allerdings gibt es noch ein zweites Themenfeld, das ja wirklich sehr stark erforscht ist und wo es auch unterschiedliche Aussagen zu gibt. Und das ist nämlich die Frage, sorgen Dehnübungen für eine höhere sportliche Leistung? Und da geht es vor allem darum, wenn ich mich vor dem Sport dehne, ist es sinnvoll oder nicht? Bin ich dann sportlicher? Sind meine Leistungen besser? Und da gibt es sehr viele verschiedene Ergebnisse zu. Es gibt eine Metastudie, die ganz viele Studien sich angeschaut hat und da sagt die Mehrheit der Studien, dass Bewegung, Dehnen vor dem Sport nicht sinnvoll ist. Es gibt teilweise Ergebnisse, die sogar sagen, dass die Leistung abnimmt durch die Dehnübungen vor dem Sport, direkt vor dem Sport. Und darum ist da aktuell so die Meinung, okay, Dehnen vor dem Sport ist nicht so sinnvoll. Da geht es gar nicht um das Verletzungsrisiko, sondern einfach darum, ich bin nicht leistungsfähiger. Da muss man aber auch nochmal unterscheiden. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten des Dehnens. Zwei Dehnarten sind das statische Dehnen und das dynamische Dehnen. Das statische Dehnen ist dieses klassische, ich stelle mich hin und ich versuche jetzt an meine Füße zu kommen und halte das für 30 Sekunden. Das ist eine statische Dehnübung. Und was man ganz oft sieht beim dynamischen Dehnen, da kann man einfach mal beim Bundesligaspiel mal 10 Minuten vorher einschalten. Dann sieht man, dass die Fußballer zum Beispiel immer so die Arme bewegen oder dass sie dann so die Füße hochnehmen und dass sie verschiedene Bewegungen machen, die halt dynamisch sind, nicht 30 Sekunden den Arm so halten, sondern halt in Bewegung bleiben und dadurch den Körper warm machen. Und da gibt es auch die Empfehlung, die halt sagt, okay, dynamische Dehnübungen vor dem Sport können sinnvoll sein, können dabei helfen, dass man auch teilweise das Verletzungsrisiko senkt, einfach weil die Muskeln langsam warm werden. Aber das statische Dehnen direkt vor dem Sport ist einfach nicht sinnvoll. Wir sind jetzt darauf eingegangen, welche Dehnarten es gibt und wie gesagt, das dynamische Dehnen ist besser, wenn man Sport gleich macht, wenn man gleich zum Beispiel ein Fußballspiel hat oder ein Tennisspiel, und das statische Dehnen ist laut Forschern die beste Möglichkeit, um langfristig flexibler zu sein, also um seine Bewegungsfreiheit zu erhöhen. Deshalb wird das statische Dehnen einfach empfohlen, wenn man langfristig flexibler, bewegungsfreier sein möchte. Und darum gehen wir jetzt auch gleich im Folgenden auf statische Dehnübungen ein und nicht auf dynamische, weil mein Ziel ist es jetzt, in diesem Video darauf einzugehen, wie schaffe ich es, einfach langfristig beweglicher zu werden, um meine Lebensqualität zu erhalten oder zu steigern. Was beim Thema Dehnen auch in den letzten Jahren immer wieder aufkommt, was immer häufiger genutzt wird, gerade mit der Firma Blackroll, sind Faszienrollen. Ganz oft sagt man einfach, ich nutze eine Blackroll, weil Blackroll einfach die bekannteste Firma ist. Es gibt aber auch Faszienrollen von vielen unterschiedlichen Firmen, die auch teilweise unterschiedlich funktionieren. Also zum Beispiel Liebschau und Bracht haben eine Faszienrolle, die in der Mitte einen Spalt frei lässt, damit man hinten nicht über die Knochen von dem Rückgrat und so einfach, damit es nicht so belastet wird. Es gibt Faszienrollen mit Noppen dran, es gibt Faszienrollen, die
wo ein kleiner Motor drin ist, dass die Faszienrolle noch vibriert. Also es gibt da auch sehr viele verschiedene Modelle, die unterschiedliche Fähigkeiten haben sollen, Effekte haben sollen. Und da sagen Forscher aktuell, dass eine Kombination aus statischen Dehn- und Faszienrollentraining sehr sinnvoll sein kann. Also die Kombination ist gut und Faszienrollen sind jetzt an sich erstmal nichts Schlechtes. Ob dieses Faszienrollentraining deshalb funktioniert, weil da jetzt die Faszien aufgelockert werden oder weil einfach am Ende die ganzen Muskeln bewegt werden, das ist noch heiß diskutiert, da gibt es unterschiedliche Aussagen dazu. Aber egal warum es wirkt, das Faszienrollentraining funktioniert in Kombination mit Stretching. Was empfohlen wird, das ist jetzt nicht so, dass das passieren kann, das ist sehr unwahrscheinlich, ich habe das auch jahrelang gemacht, jetzt mache ich das nicht mehr, ist, dass man immer zum Herzen hinrollt. Sodass, also stell dir vor, ich rolle jetzt diesen Arm aus mit einer Faszienrolle, dann rolle ich halt nicht hoch und runter, sondern ich rolle immer nach oben, damit das Blut, was zum Herzen fließt, damit ich da quasi in die Richtung drücke. Das soll einfach verhindern, dass ein zu hoher Druck auf den Blutbahnen quasi herrscht, sodass es am Ende zu irgendeinem Herzproblem führen kann, dass da irgendwas platzt, dass das Herz einfach Probleme bekommt. Das ist sehr unwahrscheinlich, gerade bei jungen Menschen, aber es wird einfach empfohlen, aus Sicherheitsmaßnahmen immer zum Herzen hinzurollen. Und da musste ich mich auch dran gewöhnen, weil ich immer hin und her gerollt habe und ich es jetzt so mache, dass ich quasi immer einmal ganz langsam rolle, dann wieder absteige und dann wieder rolle. Und jetzt ist die Frage, wie dehne ich mich denn richtig? Was muss ich laut Wissenschaft tun, um mich richtig zu dehnen? Also wir haben ja schon herausgefunden, das statische Dehnen ist die beste Möglichkeit. Wieder ein Beispiel, ich möchte irgendwie hier meinen Nacken und so möchte ich dehnen, weil ich immer wieder Nackenschmerzen habe, weil das irgendwie verspannt ist. Das heißt, statisches Dehnen ist, ich halte den Kopf hier zur Seite und warte jetzt ein paar Sekunden, in denen ich diese Position halte, gehe immer mehr in die Dehnung rein, spüre das hier und gehe dann wieder langsam raus, dehne mich dann auf der anderen Seite, warte wieder ein paar Sekunden, erhöhe die Dehnung und gehe wieder raus. So, das ist das statische Dehnen. Und wie lange muss ich das jetzt machen? Und zwar wird empfohlen, dass man diese Dehnung für 30 Sekunden hält und diese langsam steigert. Also wie eben gesagt, wir fangen hier langsam an, zählen jetzt von 30 runter, gehen immer weiter zur Seite, gehen immer weiter zur Seite. Jetzt spüren wir schon stärker die Dehnung und jetzt komme ich hier so langsam zum Maximum. Jetzt wird es schon unangenehm und das halte ich jetzt bis zum Ende und dann gehe ich wieder raus. Was wichtig ist, ist, dass wenn wir auf einer Schmerzskala von 0 bis 10 uns unsere Schmerzen vorstellen, dass wir nie stärker als eine 7 bis 8 gehen. Also es soll jetzt nicht maximaler Schmerz sein, sondern halt ein leichter Schmerz, der noch erträglich ist. Am besten gar kein Schmerz, sondern halt einfach spüre ich diese Dehnung und gehe dann dort wieder raus. Es soll niemals schmerzhaft sein. Gerade wenn man irgendwie so die Füße dehnt oder so, ist es bei mir häufig auch so, dass wenn ich das übertreibe, dass ich da dann wirklich Schmerzen habe. Und das wiederhole ich insgesamt 3 bis 4 Mal, quasi wie ein Bizeps-Training. Du machst 12 Wiederholungen, wartest 30 bis 60 Sekunden und wiederholst es wieder. Bei einem Stretching wird empfohlen, 1 bis 2 Minuten zu warten. Jetzt natürlich die Sache, wenn ich 30 Sekunden die Übung mache, 2 Minuten warte, 30 Sekunden die Übung, dann dauert das natürlich recht lange. Deshalb ist einfach aus Effizienzgründen die Empfehlung, mach in der Zeit was anderes. Also Beispiel, ich dehne mich erst nach rechts, dehne mich erst nach links, dann zum Beispiel, weiß ich nicht, dehne ich hier meinen Arm nach links, meinen Arm nach rechts, so, und dann habe ich ja schon 2 Minuten rum, beziehungsweise 1,5 Minuten Wartezeit rum und dann kann ich wieder von vorne anfangen und wiederhole dann diese, sagen wir mal, 4 verschiedenen
Übungen. Und wenn ich jetzt diese Übungen, die soll man so 2 bis 5 Mal die Woche wiederholen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie 5 Mal die Woche das wiederhole, ich mache ungefähr 3 bis 4 Sätze, jeweils 30 Sekunden, dann brauche ich nie länger als 5 bis 10 Minuten pro Übung in der Woche. Das heißt, wenn ich jetzt am Ende 6 Übungen mache, dann brauche ich ungefähr 1 Stunde in der Woche, um 6 verschiedene Bereiche meines Körpers zu dehnen, um dort langfristig flexibler zu sein. Der Zeitaufwand ist also eigentlich recht gering. Ich brauche nur 1 Stunde in der ganzen Woche, um meinen Körper flexibler zu halten. Jetzt kann man sagen, ich fokussiere mich mehr auf zum Beispiel auf meinen Rücken, oder ich kann sagen, nee, ich mache immer von allem ein bisschen, um meinen ganzen Körper beweglich zu halten. Und ein Tipp, den ich noch geben kann, ist, dass man sich eine App runterlädt, eine Timer-App. Ich habe da jetzt verschiedene ausprobiert. Ich hatte vorher eine andere, die wollten dann aber 30 Euro für die Lifetime-Lizenz haben. Das war mir ein bisschen zu teuer. Jetzt habe ich hier die App Seconds. Ich blende das auch hier an der Seite gleich einmal ein. Und dann seht ihr auch, was ich sehe. Also ihr könnt hier zum Beispiel sehen, ich habe mir hier 2 Timer eingerichtet. Und wenn ich da jetzt drauf gehe, dann sehe ich dort, also es gibt jetzt eine Aufwärmphase, ich mache das mal hier auf leise, dann gibt es eine kurze Zeit, 10 Sekunden, in denen ich mich vorbereiten kann, und dann dauert die Übung immer genau 30 Sekunden, dann piept es halt 3 Sekunden vorher, piep, 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 dann habe ich 7 Sekunden Zeit und dann geht die nächste Übung los, und das ist hier auch genau eingestellt, also ich mache im Moment 7 verschiedene Übungen und dafür brauche ich dann diese 12 Minuten und 50 Sekunden und das finde ich super, weil ich dann genau meine 30 Sekunden einhalte und auch keine Übung vergesse. Und welche Übung mache ich? Da habe ich tatsächlich im Internet eine Liste gefunden. Die sieht so aus. Blende ich auch gleich nochmal hier ein, dass man das richtig sehen kann, und ich verlinke diese Seite auch mal, weil ich die super finde. Und hier haben wir, wie viel sind denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 verschiedene Übungen, und die habe ich mir hier aufgeteilt in Montag, Donnerstag, Dienstag, Freitag, Mittwoch, Samstag. Das heißt, ich mache jeden Tag außer Sonntag 7 Übungen und brauche dafür, wie gesagt, diese 13 Minuten. Und manche davon wiederholen sich, manche mache ich doppelt, also zum Beispiel Rückenübungen mache ich ein bisschen häufiger. Und so habe ich dann in der Woche einmal meinen ganzen Körper gedehnt und habe das dann quasi mindestens 2 Mal in der Woche gemacht, sodass jeder Bereich regelmäßig trainiert wird. In dem Blogbeitrag habe ich das Thema tatsächlich noch ein bisschen mehr vertieft. Da gibt es noch ein paar mehr Informationen. Das heißt, wenn ihr noch tiefer in das Thema einsteigen wollt, dann schaut einfach auf meinem Blogbeitrag vorbei. Und wenn ihr da noch Fragen habt, wenn ihr Unstimmigkeiten findet, wenn ihr was nicht versteht oder wenn ihr eure eigenen Erfahrungen teilen wollt, dann kommentiert gerne hier bei YouTube. Ich beantworte immer jeden Kommentar und freue mich, wenn ihr interagiert, und ich freue mich natürlich auch, wenn euch das Video gefallen hat.